Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute mit echt tollem Schleim, so hoffe ich. Und zwar haben wir heute Furzschleim. Also ich habe ja noch nie gefurzt. Noch nie. Deswegen haben wir uns auch diesen Furzschleim besorgt. Ein toller Spaß vielleicht auch für die Schule, wenn ihr mal zum Beispiel in der Klassenarbeit sitzt. Und ihr seid zum Beispiel mit der Klassenarbeit schon durch. Oder ihr bekommt nichts gebacken, das will ich natürlich nicht hoffen. Dann holt doch einfach mal diesen Furzschleim raus und furzt das ganze Klassenzimmer voll. Warum denn nicht? Natürlich, ich hoffe, da ist kein Geruch dran. Das wäre mega eklig. In den Farben Pink und Orange hoffentlich. Gehe ich mal stark von aus. In dieser Mülltonne hier. Ist ja oft so, dass Schleim in diesen Mülltonnen kommt. Ja, das ist wirklich eine Mülltonne, aber ich bekomme das Ding jetzt hier nicht auf. So, jetzt aber. So, das ist einmal Pink hoffentlich. Und dann hätten wir hier noch einmal, die orangene Mülltonne ist jetzt auch frei. Und wir machen mal Mülltonne Nummer 1. Wie riecht das? Ja, ich weiß nicht. Toll riecht es auf jeden Fall nicht. Bitte nicht schlucken. Selbstverständlich, das machen wir sowieso nicht. Und hier... Schaut euch diese Schleim an. Das ist echt eine Menge Schleim. Aber ich muss sagen, das ist echt guter Schleim. Also der zerfließt jetzt nicht so krass, aber der ist sehr, sehr eklig, Leute. So, und... Also vom Furzen her, hier oben am besten. Ja, genau. Also nochmal mein Tipp in der Klassenarbeit, wenn ihr fertig seid mit der Mathearbeit und ihr vielleicht mal euch langweilig ist und der Lehrer lässt euch nicht raus oder die Lehrerin, einfach mal hier furzen und dann sagen, oh, ihr habt Magenproblem, ich habe Magenproblem. Nein, natürlich nicht, Leute. Wir haben hier eine Vorbildfunktion und furzen tut man natürlich nicht, oder? Nein, das Furzen tut man selbstverständlich nicht. Wir doch nicht. Also Furzschleim. Sowas von... Boah! Was ist das denn? Das hört sich an, ganz ehrlich, Leute. Also das hat sich eben angehört, als wäre... als hätte da jemand Durchfall. Also sehr, sehr gut. Bei dem Orangen... Oh, sieht auch sehr, sehr witzig aus. Wow, habt ihr das gesehen? Da ist eine kleine Blase entstanden, ne? Und auch hier von der Farbe her sehr, sehr cool, Leute. Schaut euch das mal an. Toller Schleim auf jeden Fall. Und da hat wieder jemand Durchfall. Oh, oder ich. Also der furzende Schleim hier auf jeden Fall. Der darf auch, glaube ich, gar nicht so krass zerfließen, weil sonst kriegen wir das auch nicht hin, dass der hier furzt. Leute, wirklich sehr, sehr witzig. Was sagt ihr zu unseren Furzgeräuschen hier? Aus dem Furzschleim. Ganz witzig. Aber riechen tut es ja. Also es riecht nicht nach Furz. Hier sieht es so aus, als ob vielleicht auch Furzgerüche mit rauskommen. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Aber Leute, was sagt ihr zu diesem Furzschleim hier? Oder auch vielleicht Durchfallschleim vom Geräusch her. Furzschleim inklusive Durchfallgeräusch. So nennen wir es jetzt mal. So Leute. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wer sagt, nee, das macht gar keinen Sinn. Also Furzschleim gefällt mir gar nicht. Ich verstehe aber nicht, wie einem Furzschleim nicht gefallen kann. Dann auch gerne einen Daumen nach unten. Kein Problem, Leute. Aber lasst doch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Die Dinger. Ja. Das war's, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.